Es lebte einst ein armer Holzfäller mit seiner Frau. Eines Tages ging er in die Stadt, um eine Ladung Holz zu liefern bei einem sehr reichen Herrn. Er stand in der Eingangshalle und wartete auf seinen Lohn. Da blickte er um sich herum. Überall, wo er hinsah, war alles prächtig verziert. Die Dekorationen im Holz, das Gold, das Silber an den Wänden. Er staunte nur so vor sich hin und dachte, und wenn ich ein Leben lang arbeite, auf diesen Reichtum werde ich nie stoßen. Er wurde in das Gemach gerufen, wo der Herr zu sitzen pflegte. Und das tat er auch. Er saß auf einer weichen Bank, rauchte eine Pfeife und trank ein paar Schluck Tee. Er warf dem guten Mann eine Münze hin. Sie war recht groß und auch golden. Genügt das? Es war mehr als genug. Und so dankte der Holzfäller und wurde zum Haupttor zurückgeleitet von einem Diener. Unterwegs fragte er diesen: Sag, wie hat denn dein Herr all diesen Reichtum zusammengesammelt? Was tut er dafür? Nicht viel. Er sitzt da, raucht seine Pfeife, trinkt seinen Tee. Ach ja, und er wartet darauf, dass die Glücksfrau zu ihm kommt und seinen goldenen Faden, seinen Schicksalsfaden für ihn spinnt. Das ist alles. Nun, der Holzfäller wusste genug. Und auf dem Weg nach Hause ging er nicht wie vereinbart beim Händler vorbei, um Gemüse zu kaufen, wie er es seiner Frau versprochen hatte. Nein, er kaufte sich eine Pfeife, den leckeren Tee und damit ging er nach Hause. Seine Frau begrüßte ihn und war natürlich erstaunt darüber, dass er ohne Essen zurückgekommen war. So erklärte er ihr, dass er jetzt darauf warte, dass die Schicksalsfrau kommen würde und seinen goldenen Faden des Glücks und des Schicksals für ihn spinnen würde. Er würde sich dafür auch auf den schönen Ottoman setzen, also das gute Sofa, und die Pfeife rauchen sowie den Tee trinken. Die Frau schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Jetzt hatte er wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der hatte wohl zu viel gearbeitet in seinem Leben. Hoffentlich war es eine Phase, die vorbeigehen würde. Und der Mann tat, wie er gesagt hatte. Die Frau stand in der Küche, gedankenversunken. Vor dem Hause, auf einem kleinen Stückchen Grün, stand noch der Esel, der noch nicht im Stall war. Gerade da kam der Geizhals eines Nachbarn vorbei. Er kraulte seinen Bart und meinte, die brauchen den Esel zurzeit nicht. Nehme ich ihn mit in die Torfgrube. Braucht noch was Torf. Er nahm den Esel mit und fing an, den Torf auszustechen. Einen Sack nach dem anderen, weil er so geizig war, hiefte er den guten Esel auf mit lauter Torf und Torf und noch mehr Torf. Gerade wollte er gehen, da stieß er mit seinem Spaten auf etwas Hartes. Er wollte wissen, was es war. Und ja, es war eine Kiste aus Metall, die er den Deckel öffnete, gefüllt, randvoll mit Gold. Er dachte, seine glückliche Stunde habe geschlagen. Natürlich wurde alles Gold wieder ausgeleert und die Säcke wurden randvoll mit Goldstücken gefüllt. Doch damit nicht genug. Er wollte ja nicht, dass er jetzt gehe und jemand anders kommen würde und den Rest mitnahm. Er hatte es schließlich gefunden. Und so füllte er das Gold in alle Taschen und Säcken und in den Kragen, wo es nur ging, sogar in seine Schuhe. Doch gerade da, als er die letzten Stückchen einpacken wollte, ließ der Boden unter ihm nach. Und er versank samt Goldkiste in der Tiefe. Und der Torf fiel auf ihn drauf und begrub ihn. Der gute Esel stand oben und wartete. Irgendwann war er hungrig. Und so lief er dann einfach mal nach Hause. Da sah ihn die Frau. Denn er machte sich mit drei lauten IAs wohl bemerkbar. Mann, du musst den Esel noch in den Stall bringen. Das kann ich nicht. Ich sitze hier, trinke Tee und warte auf meine Schicksalsfrau, dass sie mir den goldenen Faden meines Schicksals für mich spinnt. Der Gute, ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist, dachte sie bei sich und ging hinaus, um den Esel in den Stall zu bringen. Schon wollte sie die Säcke mit Torf abladen, da rollte ihr eine Goldmünze entgegen.
Sie wusste nicht, ob sie dieser Sache trauen sollte, und lugte in einen Sack hinein, gefüllt mit Gold. Dachte sie bei sich, wo kommt das her? Und sie rief ihren Mann, doch der saß immer noch da, rauchte Pfeife, trank seinen Tee und wartete auf die Schicksalsfrau. Nach viel Überzeugen kam er dann doch. Wo hast du das her? Wo kommt das her? Meine Liebe, das weiß ich nicht, wo das herkommt. Ich weiß nur, dass ich meine Pfeife geraucht habe, meinen Tee getrunken. Und ja, so ist es eben, wenn man darauf wartet, dass die Schicksalsfrau den goldenen Faden seines Glücks spinnt. Somit wünsche ich auch Ihnen goldene Weihnachten und das allerbeste Schicksal für das 2012.